Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy VI. Ja, wir machen wieder fast da weiter, wo wir aufgehört haben, denn ich habe ein paar Ausrüstungsgegenstände gesammelt, offscreen in der Zwischenzeit. Und zwar trägt eins davon der gute Sabin, denn es ist ein Stirnband. Es ist natürlich stärker als seine aktuelle Ausrüstung, ziemlich gut für den Anfang. Ich habe außerdem noch zwei weitere davon geholt, eins für Terra, eins für Locke. Der gute Edgar kann das leider nicht tragen, von daher muss er eben mit seiner alten Ausrüstung klarkommen. Aber er ist auch so sehr gut ausgerüstet, von daher machen wir uns da gar keine Sorgen, was das angeht. So viel dazu. Da hat mich übrigens Denzel Wenzel darauf hingewiesen. Hier nochmal einen herzlichen Dank an der Stelle für diesen Hinweis. Denn man kann diese Teile stehlen, und zwar von den Zalem. Das sind diese Mönche, die wir am Berg Kolz bekämpft haben. Und man hat eine geringe Chance, es zu stehlen. Wenn man es aber schafft, dann kriegt man eben dieses Stirnband. Ich habe am Ende dieser Folge, habe ich es reingeschnitten, oder ich werde es ranschneiden am Ende dieser Folge, wenn ihr sehen wollt, was das für Gegner sind, wie schwierig ist es, das zu stehlen. Es ist unkommentiert, einfach angeschnitten, also guckt euch an, es kann ein Weilchen dauern, bis man es stiehlt, also lasst euch nicht entmutigen, wenn es ein bisschen dauert, es ist schon okay so, aber diese Teile machen einen am Anfang recht widerstandsfähig, also kann ich es nur empfehlen, also nochmals vielen Dank an der Stelle für den Hinweis und ja, wir machen jetzt weiter mit der Storyline. Dabei gehen wir hier in diese Höhle, es ist der Unterschlupf der Rückkehrer. Majestät, ihr werdet erwartet! So, damit gehen wir mal weiter hier hoch. Wir könnten uns jetzt schon ein bisschen umschauen, machen wir aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Vorher laufen wir mal hier durch, hier runter. Und dann gucken wir mal, was denn der gute Bannon, die alte Stinkesocke, zu sagen hat. Hey, alte Stinkesocke! Werter Bannon, wir bringen das Mädchen. Aha, du bist also das Mädchen, das Resonanzen bei der Esper auslöste. Esper? Es hat den Anschein, das arme Kind wurde vom Imperium kontrolliert. Durch die Brieftauben bin ich grob im Bilde. Ich hörte, du sollst 50 imperiale Soldaten in nur 3 Minuten allesamt getötet. Das ist nicht wahr! Terra! Bannon, bei allem Respekt, ihr geht zu weit. Stelle dich der Wahrheit! Man erzählt sich eine Geschichte. In einer Zeit, da die Herzen der Menschen noch frei von Niedertracht waren, gab es ein einziges Gefäß, das nicht geöffnet werden durfte. Die Neugier eines Mannes jedoch war zu mächtig. Als er das Gefäß öffnete, entwich das Böse in die Welt. Missgunst, Eifersucht, Habgier, Krieg und Unterdrückung. Einzig ein Lichtschimmer blieb in dem Gefäß zurück. Das Licht der Hoffnung. Punkt, Punkt, Punkt. Was immer auch geschehen ist und wird, denke nie, deine Gabe sei verflucht. Du bist das letzte Licht, das der Welt geblieben ist. Das Licht der Hoffnung. Bannon! Ich bin erschöpft. Lasst mich etwas ruhen. Wer es nicht weiß, bei der Geschichte handelt es sich um die Geschichte der Pandora, die Büchse der Pandora. Googelt es ruhig mal, ist sehr interessant. Ja, hier wachen wir auf bei der lieblichen Musik mit Terra, beim Fackelschein und Locke im Zimmer. Ich weiß nicht, was vorgefallen ist, aber wir sind nicht geheilt. Das machen wir später. Vorher reden wir erstmal mit dieser Kiste da unten. Da haben wir eine Phönixfeder drin. Jetzt schauen wir mal, was Locke zu sagen hat. Hey Locke, alte Sock. Viele Menschen, die mir lieb und teuer waren, fielen durch das Imperium. Gestahl und seine Schergen haben mir gezeigt, was es heißt, zu hassen. Vielen droht ein ähnliches Schicksal, wenn nichts unternommen wird. Um das zu verhindern, habe ich mich den Rückkehrern angeschlossen. Aber ich habe doch niemanden. So ein Unsinn. Und bestimmt gibt es auch ein paar Menschen, die dich in ihr Herz geschlossen haben. Auch für sie lohnt es sich zu kämpfen. Ja, und mit dieser lustigen Geste, die Locke am Ende gemacht hat, beendet er sein Gespräch. Ja, Terra glaubt, sie ist alleine, aber sie hat uns. Und Locke hat auch viele Menschen verloren.
Wir alle haben Menschen verloren in diesem Krieg. Mit wir meint natürlich Terra als wir, ne? Wisst ihr schon? So, wir gehen mal weiter nach oben. Wir gehen systematisch und erkunden alles hier. Werden natürlich systematisch das komplette Ding hier ausrauben. Hier haben wir ein erotisches Messer. Finde ich klasse. Hier haben wir eine Phönixfeder. Und was haben wir hier drin? Rittertugend, sehr schön. Gegengift und Äther. Praktisch. So, Rittertugend habt ihr ja schon mal gesehen hier, ne, an der Stelle. Haben wir jetzt ein zweites gefunden. Falls ihr nur eins haben wollt, bräuchtet ihr das vorher nicht kaufen. Zwei Stück zu haben kann nicht schaden. Also nehmen wir es gerne mit. So, für die, die es wissen, ihr wisst es ja schon, für die, die es nicht wissen, lernt ihr jetzt was. Hier ist ein kleiner Geheimgang. Und hier kriegen wir einen unheimlich mächtigen Gegenstand für den Anfang, nämlich einen weißen Umhang. Der weiße Umhang ist perfekt für einen Charakter wie Terra, denn er gibt nicht nur mehr Verteidigung, mehr Magieabwehr und mehr Magiereflexe. Nein, er schützt auch vor Kobold und Stumm. Perfekt für einen Magier wie Terra. So, sehr schön. Dann laufen wir den ganzen Weg nochmal zurück. Ich will ja hier alle Geheimnisse entlocken aus dem Versteck. Und es gibt hier noch ein paar Geheimnisse, ein paar lustige Szenen, die man sehen kann. Und natürlich noch ein weiteres sehr, sehr mächtiges Geheimnis, das ich euch zeigen werde. Oben waren wir schon, gucken wir mal unten rum. Unten rum sollte man sich ab und zu mal ein bisschen umsehen. Das gilt natürlich in allen Lebensbereichen. Ich habe mal wieder keinen Plan, aber mein Bruder hat sich noch nie geirrt. Er war immer für mich da. Du kannst ihm blind trauen, wirklich. Ja, aber es bleibt ein Geheimnis vor Edgar, ja? Weiß schon, Männer und Gefühle. Ja, Sabin ist ja ein Bär und vor allem männliche Bären sprechen nicht über Gefühle. Hier kaufen wir ein bisschen ein. Es gibt Laufstiefel zu kaufen. Kaufen wir einmal, denn wir hatten sie vorher nicht gekauft. Wenigstens einmal will ich es im Inventar haben. Zumindest jetzt. Außerdem kaufen wir ein bisschen Echokraut. Ich will 8 Stück davon haben, also ne, dass wir maximal 10, dass wir gerade 10 haben. Für den Fall, dass Terra stumm wird. Und auch für den Fall, dass jemand blind wird, kaufen wir mal ein paar Augentropfen. Äther sparen wir uns mal an der Stelle. 3 reichen definitiv. Zelte können wir noch kaufen. Und ich will 4 Zelte kaufen, dass wir bei 5 sind. Den Rest an Kohle sparen wir uns, denn ich denke, wir sind super ausgerüstet bis jetzt. Was wir noch machen können, ist ein Nickerchen, dass wir hier topfit sind, was die Lebenspunkte angeht. Hey Duda, wir wünschen zu ruhen. Juhu, und die liebliche Musik beginnt von neuem und hat dann doch so einen traurigen Klang, wenn sie weitergeht. Übrigens habe ich noch gar nicht erwähnt, auch nochmal ein Dank an den guten Denzel Wenzel hier an der Stelle. Er hat es mir in die Kommentare geschrieben, weil es mir nicht eingefallen ist vor ein paar Folgen. Ich wollte es ja noch sagen. Sabin hier heißt in der originaljapanischen Fassung Mashiyasu oder Mashiyas, wie auch immer. Die Abkürzung dafür ist Mashu oder Mash. Mashu geschrieben, ne? Mashiyasu, Abkürzung Mashu. Und anscheinend hat man sich gedacht, dass das wohl zu kompliziert ist für den Westen und hat ihn dann Sabin genannt. Finde ich aber an der Stelle völlig in Ordnung. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ich meine Schuldigkeit getan habe. Ne? Mashiyas, René Figaro, Abkürzung Mashu und Sabin eben für die westliche Welt. So, oder Sabin oder Sabin oder Sabin, wie ihr möchtet. High Potion erhalten. Hey Edgar. Ich weiß, dass wir viel von euch fordern. Doch zwängen wir euch, unsere Ansichten zu teilen, wären wir nicht besser als das Imperium. Daher wünsche ich, dass ihr euch aus freiem Willen entscheidet. Das werden wir mit Sicherheit, sobald du uns davon überzeugen kannst, sobald du unseren freien Willen davon überzeugen kannst, für euch zu kämpfen. So, wir gehen mal weiter und suchen mal den Bannon. Die alte Stinkesocke. Unser Anführer sucht ihr... Er ging nach draußen, es ist noch nicht lange her. Ach ja, genau, bevor ich es vergesse. Man kann hier noch eine kleine lustige Szene auslösen. Und zwar, wenn man sich hier ein bisschen umschaut, findet man spätestens hier an der Stelle eine Gelbkirsche. Habe ich ganz vergessen. Und hier liegt etwas. Könnt ihr nicht sehen, ist aber ein Stück Papier, das auf dem Boden liegt. Ihr könnt euch entscheiden, es wegzuwerfen oder liegen zu lassen. Wenn ihr es wegwerft, werdet ihr eine kleine Szene verpassen. Ich möchte euch die Szene zeigen. Also die Szene wird einfach übersprungen. Es macht keinen Sinn, es wegzuwerfen. Darum lasst es liegen, dann könnt ihr eine kleine Szene mehr sehen und die werde ich euch zeigen. Apropos Szenen verpassen, es gibt noch mehr Szenen, die man verpassen kann. Darum zeige ich euch jetzt den alten Bannon. Hey Bannon, Stinker. Bist du zu einem Entschluss gekommen? Dürfen wir unsere Hoffnung in dich legen? Du darfst zwar viel in mich legen, aber nicht deine Hoffnung. Ich weiß nicht. Ist dem so.
So, also hier gibt's einen kleinen Trick. Wenn ihr Bannon dreimal ablehnt und dreimal sagt, ihr wisst es nicht, dann geht die Story ganz normal weiter. Ihr werdet eine Szene verpassen, dafür aber einen sehr mächtigen Gegenstand bekommen. Wenn ihr aber die Szene nicht verpassen wollt, die übrigens für die Story-Entwicklung sehr, sehr interessant ist, vor allem wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, lehnt das erste Mal bei ihm ab und dann guckt euch erst nochmal hier um. Denn da oben ist eine Wache, die wird euch das geben, was ihr sonst bekommen würdet, wenn ihr Bannon dreimal ablehnt. Ich kann euer Zögern verstehen, doch wisset, dass mit jeder Sekunde die Zahl der Opfer Gestahls wächst. Darum bitte ich euch, leiht uns eure Kraft. Dieses Accessoire wird euch schützen. Genji-Fäustlinge halten, jawohl! Bitte leitet eure Kraft. Ja, jetzt hat das natürlich mich überzeugt. Es hat meine Kraft dazu bewegt, euch zu helfen und so weiter. Wisst ihr schon? Denn der Genji-Fäustling gibt einen Haufen Abwehr für den Anfang und er erlaubt uns, mit zwei Waffen zu kämpfen. Mit zwei Waffen kämpfen bedeutet hier links und rechts eine angelegt. Und das bedeutet, wir dürfen tatsächlich zweimal angreifen, mit jeder Waffe einmal. Unheimlich praktisch, sehr, sehr mächtig. Lasst euch das Ding auf gar keinen Fall entgehen. Holt euch den Genji-Fäustling. Wie gesagt, ihr könnt ihn auf zwei Varianten bekommen. Entweder ihr lehnt Bannon dreimal ab, verpasst eine Szene und bekommt den Genji-Fäustling. Oder ihr lehnt Bannon einmal ab oder zweimal, geht dann da hoch, redet mit den Menschen da oben und dann kriegt ihr den Genji-Fäustling hier geschenkt. Und selbst wenn ihr jetzt Bannon dreimal ablehnt, also wenn ihr Bannon jetzt noch zwei weitere Male ablehnt, werdet ihr die Szene auch verpassen, aber keinen Genji-Fäustling bekommen. Deswegen stimmt jetzt ruhig zu und ihr werdet alles zu sehen bekommen, was man hier sehen kann. Bist du zu einem Entschluss gekommen, dürfen wir unsere Hoffnung in dich legen. Klar, ich werde kämpfen. Wunderbar. Aber ich habe solche Angst. Wenn wir unsere Kräfte einen, wird uns Erfolg beschert sein. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Mir kommt da eine gute Idee. Ruf doch bitte die anderen zusammen. So, diese Szene würden wir jetzt verpassen. Wer wagt es, hier seinen Müll abzuladen? Habt ihr das gesehen? Unten links? Wenn nicht, spul kurz zurück. Terra hat ein kleines bisschen gelächelt eben. Das ist eine der sehr wenigen und seltenen Lächelanimationen, die Terra hat. Und das sieht man nur, wenn man das Stück Papier liegen lässt. Das war die andere Szene. Jetzt geht es ganz normal weiter. So würde es weitergehen, wenn ihr das Papier weggeworfen hättet. Jeder weiß, dass das Imperium seine Siege mit Hilfe von Magie erringt. Doch wie um alles in der Welt hat Gestahl die magischen Kräfte wiedererweckt. Das ist der springende Punkt. Um dies zu sondieren, hatte ich Locke entsandt. Er brachte interessante Kunde. Gestahl hat Gelehrte aus aller Welt versammelt, die Esper-Studien betreiben. Der Überfall auf Narsch fand statt, um neue Erkenntnisse zu gelangen. Das heißt, dass zwischen Espern und Magie ein Zusammenhang besteht? Esper und Magie. Bei diesen zwei Worten fällt mir nur eins ein. Doch nicht etwa? Oh doch, lieber Edgar. Der Magiekrieg. Nicht wirklich. Tuschel, tuschel, tuschel. Das meint er nicht ernst. Meine Großmutter erzählte mir immer vorm Einschlafen davon. Sind die Geschichten wirklich wahr? Sollte sich etwa die Tragödie des Magiekriegs von Neuem abspielen? Wer weiß das schon? Über 1000 Jahre liegt nun alles zurück. Und zahllos wie die Jahre sind die Thesen der Gelehrten. Eine besagt, dass man den Espern damals Energie entzog und sie auf Menschen transferierte. Das also steckt hinter Magie. Um Gestahl Paroli bieten zu können, werden wir auch Magie benötigen. Törichtes Geschwätz! Die Fehler der Vergangenheit dürfen nicht wiederholt werden. Was schlagt ihr dann also vor? Ich fragte mich, ob es nicht möglich wäre, eine Esper um Rat zu bitten. Na? Eine Esper? Es ist riskant. Doch wenn wir Terra und die Esper noch einmal vereinen, könnte das Wesen erwachen. Er spricht natürlich von der eingefrorenen Esper, die eine Resonanz ausgelöst hat mit Terra und ihr. Gibt es denn keinen anderen Weg? Ich fürchte nicht. Was geschehen wird, kann ich nicht sagen. Doch haben wir keine andere Hoffnung. Terra, wir brauchen deine Hilfe. Terra. Lasst es uns versuchen.
Ich verstehe zwar nur Chocobo, aber klingt irgendwie spannend. Bin dabei. Ach ja, genau, bei dem Wort Chocobo fällt mir wieder ein. Hier nochmal herzlichen Dank an Denzel Wenzel an der Stelle. Er kommentiert wirklich fleißig mit und ich finde das toll. Natürlich, wenn der eine oder andere nicht fleißig mitkommentieren will, ist es seine Sache. Ich bin froh, dass ihr einschaltet. Darüber freue ich mich schon riesig. Aber eben solche kleinen netten Tipps. In einer Folge, ich weiß nicht mehr in welcher, hat mir der gute Wenzel reingeschrieben, woher das Wort Chocobo kommt. Ich habe mich immer gefragt, woher es kommt. Und er hat es gelüftet. Es ist... Tatsächlich, es gibt japanische Süßspeisen, es gibt japanische Schokolade und die heißen Chocoballs. Und das sind im Prinzip Schokoladeneier oder Schokoladenbälle, wo Vögel drauf gemalt sind. Und die heißen Chocoballs oder, keine Ahnung, wie die Japaner es aussprechen, Chocoborusu. Und jedenfalls leitet sich von da wohl das Wort Chocobo ab, ne, von Chocoballs, ne, Vögel und so weiter, ne, weil das ja Schokoladeneier sind oder Schokoladen, Schokoladenbälle, wo Vögel drauf sind, sehr, sehr klasse, Wenzel, wenn du das noch erfindest, wäre klasse, wenn du nochmal den Link hier unter die Folge posten könntest in die Kommentare, für den einen oder anderen Zuschauer, den es interessiert, der es vielleicht vorher übersehen hat, der kann in die Kommentaren schauen, und ich werde es dann nachträglich nochmal in die Beschreibung mit reinpacken, das wäre super klasse, für jeden, den es interessiert, also nochmal vielen Dank an der Stelle. Und ja, ne, klingt spannend, aber auf jeden Fall ist Sami dabei. Der Chocoballs sind ja auch sehr lecker, habe ich mir sagen lassen, habe ich gelesen. Ist Schokolade, jeder mag Schokolade, ich würde sie gerne mal essen. Was war das eben für ein Geräusch? Sir Bannon! Und diese Szene, mit der Szene würde es weitergehen, wenn man eben dreimal abgelehnt hat, dann würde der Soldat leicht verletzt reinkommen und wir hätten das ganze Gespräch vorher verpasst. Sieht Figaro wurde... Huch, was hast du? Was ist passiert? Die imperialen Truppen marschieren von Südfigaro direkt auf den Stützpunkt zu. Wir sind entdeckt! Bereitet sofort die Evakuierung vor! Locke! Schon klar! Ich soll nach Südfigaro und den Vormarsch bremsen? Wir setzen ganz auf deine Fingerfertigkeiten. Viel Glück! Terra, mach keinen Unsinn, bis ich wieder da bin. Insbesondere solltest du auf gewisse lüsterne Könige Acht geben, die hier nicht näher genannt werden sollen. Locke! Edgar, kannst du es immer noch nicht lassen? Und was tun wir? Wir werden über den Lethe-Strom nach Narsch fliehen. Auch der Esper wegen. Sehr wohl! Man wird uns am hinteren Tor ein Floß bereitstellen. Früher war es ein Fluchtwagen, heute ist es ein Floß. Es ist eine gefährliche Route, aber andere Wege bleiben uns nicht. Terra, es ist zu gefährlich hier. Flieht mit uns nach Narsch. Dort werdet ihr sicher auch Gelegenheit haben, mehr über eure Kräfte herauszufinden. Zum Zaudern ist jetzt keine Zeit. Auf nach Narsch! So, wir können direkt nach Süden laufen oder nach Norden. Ihr seht, wir sind hier unten, da ist ein kleiner Geheimgang. Mehr gibt es hier oben nicht zu finden. Ich wollte nochmal gucken, ob alles stimmt soweit. Ausrüsten können wir bloß drei Charaktere. Bannon kann man nicht ausrüsten. Man kann ihn also nicht wie in anderen Final Fantasy spielen. Man kann also nicht wie in anderen Final Fantasy spielen, zum Beispiel die Ausrüstung klauen oder so. Das geht leider nicht hier an der Stelle. Wir können ihn aber zurücksetzen. Das machen wir auch. Alle Charaktere sollen in der letzten Reihe stehen. So ist richtig. Aber gut, Bannon ist ein Seher. Was für Fähigkeiten hat, werdet ihr noch sehen. Fertigkeiten kann man nicht sehen hier. Werde ich euch noch zeigen. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr praktisch. Wir lassen alle Charaktere hinten stehen. Warum, werdet ihr sehen. Und auf geht's. Lethe-Strom. Und da unten steht unser Floß. Schiff ahoi! Dieses Floß trägt uns nach Narsch! Floß besteigen, natürlich, besteigen ist immer gut. Es gilt, Bannon unbedingt zu schützen. Sollte er zu Boden gehen, findet das Abenteuer ein vorschnelles Ende. Das ist der Grund, warum Bannon hinten steht. So, außerdem kann Bannon entweder angreifen oder beten. Da hinten steht, sind deine Angriffe nicht effektiv. Er ist Level 7, er muss geschützt werden. Darum beten wir hier an der Stelle. Zack.
Beten ist sehr, sehr praktisch, heilt uns unheimlich viel. Sabins Blitztag werde ich noch richtig eingeben gleich. Erst einmal, Terra reicht, wenn sie angreift. Blitztag, runter, quer, links. Zack, damit haben wir quasi ein Hadouken ausgeführt. Und jetzt machen wir noch Autoarmbrust auf alle. Und so kann es bleiben für die gesamte Fahrt. Sabin hat mich ja gesagt, ignoriert die Reihen, weil er ja nach vorne springt und schießt. Edgar ignoriert die Reihen, weil er mit seinem Gadget schießt. Und Bannon soll eigentlich nur beten. Und sollte er wirklich mal gelbe Lebenspunkte haben, schmeißt sich ja Edgar davor. So, wir können hier nicht ins Menü. Hier müssen wir uns entscheiden, wo wir lang wollen. Geradeaus, links oder rechts. Es ist völlig egal, wo wir lang gehen. Wir kommen immer an dieselbe Stelle hier an dem Punkt. Darum fahren wir einfach mal geradeaus. Ein weiterer Kampf, sehr klasse. Und Terra lasse ich deswegen hinten stehen. Es macht keinen Unterschied, ob sie vorne oder hinten steht. Bei ihr, sie soll einfach nur ein bisschen Schaden machen. Das war's auch schon an der Stelle. Beten! So, wir könnten noch eine Rittertuge Sabin geben. Das mache ich aber jetzt nicht. Vor allem, weil ich nicht ins Menü kann. EP gewonnen, klasse, 326 Gil, sehr schön. Wir heben uns die Rittertugend aber noch auf, brauchen wir gegebenenfalls für später. Präventivschlag ist sehr klasse und jetzt haben wir endlich mal wieder ein bisschen Action hier. Oh mein Gott, Tinte, Terra ist blind, nein! Und das ist genau der Grund, warum ich Augentropfen mitgenommen habe. Wenn Terra blind ist, stört mich das nicht so. Aber wenn halt eben Charaktere, wobei eigentlich ist es ja völlig egal. Wenn Sabin blind ist, Aura-Kanone trifft immer. Also ihr seht, Gadgets treffen immer, Aura-Kanone trifft immer, Beten ist völlig egal. Nur die Angriffe von Terra zählen an der Stelle für blind. Von daher, ihr seht, diese Spezialfähigkeiten in Final Fantasy 6 sind schon leicht overpowered. Das muss man an der Stelle mal sagen. Aura-Kanone! Zum Glück muss man das hier nicht immer wieder neu eingeben. Das ist ja das Tolle daran. Das Tolle am Autokommentiermodus. Also ihr seht, dieses Remake hat es einem schon viel, viel einfacher gemacht. Übrigens ist das Eingabefeld, wenn ihr euch erinnert von Sabin, wo er seine Attacken eingibt, ist auf dem Tablet viel größer. Es füllt den ganzen Bildschirm aus, da muss man drüber streichen. Und hier kann man halt zum Glück mit den Pfeiltasten das Ganze auch noch eingeben. Man sieht auch dann unten eben am Feedback, ob man es richtig eingeben hat oder nicht. Auf der Originalversion für den SNES oder für die Playstation, die Umsetzung, sieht man nicht, ob man die Reihenfolge richtig eingegeben hat oder nicht. Man sieht es nur daran, dass die Attacke nicht funktioniert. Und hier sieht man es dann wenigstens, hat man optisches Feedback. Momentan habt ihr das optische Feedback aber nicht, weil ich im Automodus bin. Wenn ihr es richtig sehen wollt, ne, spult nochmal kurz zurück auf YouTube. Als ich die Sachen eingegeben habe, ne, als ich es richtig eingegeben habe. EP gewonnen. Klasse. Noch ein bisschen Gil. Gil kann man immer gebrauchen. Ich glaube nach oben. Ich weiß gar nicht, ob nach oben der längere Weg war und links und rechts vielleicht kürzere Wege sind. Letztendlich kommt man aber immer ins Ziel. Ich fahre immer geradeaus. Ich habe schon mal alle Wege getestet. Es ist völlig egal. Wie ihr seht, Aura-Kanone. Unheimlich großer Schaden auf einen Gegner. Terra steigt eine Stufe. Finde ich klasse. So, hier kann man kurz rausspringen, ist ein Speicherpunkt für den Fall, dass man ein bisschen Schaden genommen hat, ein bisschen low ist, dass man sich heilen möchte. Wir benutzen mal ganz kurz sortieren. So, dann benutzen wir Augentropfen, die wir einmal bekommen haben für Terra, dass sie wieder ein bisschen besser sehen kann. Außerdem speichern wir kurz zwischen. Hier oben hin. So, zack, wir gehen nicht zum Titelbildschirm, denn wir wollen weitermachen. So, nach oben führt uns im Kreis, darum fahren wir nach links. Für die Leute, die sich generell nicht merken können, haltet euch einfach immer links. Immer links halten, ist immer gut, dann werdet ihr auch ans Ziel kommen. Dann hoch fährt uns unnötig im Kreis und wir kommen wieder genau an diese Stelle. Also, immer links halten. Natürlich werden wir wieder angegriffen, weiterhin auf Wasser. Und wir können auch wieder nicht ins Menü, solange wir auf Wasser sind. Auf See, wie man das so schön sagt. Wir sind ja eigentlich auf dem Strom, auf Strom. Auf Strom kann man nicht speichern, auf Strom kann man nicht ins Menü. Aber ihr seht, wie mächtig das Beten von Bannon ist. Unheimlich mächtig. Es hält uns ja fast komplett einmal beten. Also man kann sich hier in den meisten Fällen in dem Spiel wirklich zurücklehnen.
Man kommt selten in die Verlegenheit, irgendwie Game Over zu gehen im Kampf. Wirklich sehr, sehr selten. Hier ist nochmal ein Speicherpunkt. Finde ich auch toll, dass er automatisch da hingelaufen ist eben. Wir speichern nochmal kurz zwischen, so. Also man kommt wirklich selten in die Verlegenheit, in einem Kampf zu sterben. Zumindest im normalen Storyverlauf. Aber man wird auch zwischendurch grinden müssen für die Geheimnisse. Und die Geheimnisse werden wir auch machen, das kann ich euch schon mal sagen. Also es gibt ja auch in Final Fantasy VI den ein oder anderen geheimen Dungeon. Und ich freue mich drauf. Ich werde auf jeden Fall diese geheimen Dungeons machen. Es gibt einen ganz bestimmten geheimen Dungeon, den ich meine. Und ich will noch nicht zu viel verraten, aber der ein oder andere wird es wissen, was gemeint ist. Und diesen Dungeon werde ich auch auf jeden Fall machen. Es wird vermutlich, ich weiß noch nicht genau, ob ich das ins offizielle Let's Play mit reinpacke. Oder ob ich, also ob ich das offizielle Let's Play mit reinpacke oder ob ich das dann irgendwann mal als Bonus mit anhänge. Vermutlich werde ich als Bonus mit anhängen, erstmal die Story durchspielen und dann als Bonus dranhängen. Bei Final Fantasy V mache ich es ja genauso, ne? In Final Fantasy V gibt es ja auch einen Bonus-Dungeon und den werde ich euch zeigen, auf jeden Fall. Aber ich werde das Spiel erstmal normal beenden, normal abschließen und dann eben als Bonus-Folgen diesen Bonus-Dungeon mit hinten dranhängen. Denn der hat ansonsten keinen anderen Nutzen, außer noch mal ein bisschen Spaß zu haben und ein paar mächtigere Gegenstände zu sammeln. Und in Final Fantasy VI ist es im Prinzip ähnlich. Man kann das Spiel wunderbar mit der normalen Ausrüstung. Oh mein Gott! Was denn? Was denn? Hier gibt's kein Durchkommen! Will heißen, ich lasse euch nicht durch, aber nicht zu Mami rennen! Oh mein Gott, was ist das? Ein Bosskampf! Es ist der gute Ultros! Jawohl! Einer der coolsten und legendärsten Gegner in ganz Final Fantasy! Er hat viele Gastauftritte und Cameos in anderen Final Fantasy-Teilen. Hier kommt er her! Das ist sein Original! Ultros, wir lieben dich! Spezial, Blitztag! So, wir müssen es nochmal eingeben hier an der Stelle. Haben es richtig eingeben, aus den Beten wieder und greifen an! Auto-Kommentiermodus! Meine liebe Scholle, was für eine Frau, genau mein Ding! Lass mich dich in meine starken Tentakel schließen! Auto am Brust! Dieser kleine, perverse Oktopus sieht mir ja schon daran, wie er grinst. Ich finde, er hat immer so ein süßes Grinsen. Richtig schön wahnsinnig, ich finde ihn klasse. Muskelprotze! Konnte ich noch nie ausstehen! Tentakel! Auto am Brust! An sich ist dieser Kampf sehr, sehr, sehr einfach. Man kann nicht sterben. Also man kann technisch schon sterben, aber ihr seht, nicht so. Einfach nur zum Genießen mit dieser Musik und mit diesem Boss. Aura, Kanone! Beten! Also wir wissen, Ultros steht nicht auf Muskelprotze, aber er steht auf hübsche Ladies. Platsch! Ist er erledigt? Ich denke nicht. Er hat ja kaum ernst gekämpft. Sicher ist er einfach nur abgetaucht. Da war etwas an meinem Fuß! Terra, hier rüber! Wie er sich noch am Fuß begrapscht. Wir sollten aus dem Gröbsten raus sein! Dieser dämliche Achterarmleuchter! Ist das klasse, ein Achterarmleuchter! Ach ja, Sabin ist klasse. Dem verpasse ich eine Blitztank, lass ihm die Saugnäpfe glühen! Gemach, Sabin! Halte mich nicht zurück, Bruder! Dieser Hitzkopf! Sabin! Schaut nicht so betrübt! Es besteht kein Grund zur Sorge! Meint ihr wirklich, Bannon? Aber natürlich! Ihr müsst es doch am besten wissen, Edgar. Sicher springt euer Bruder bald wieder quietschfidel aus dem Wasser. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Quietschfidel ist halb tot dagegen. Sabin! Jetzt bist du ganz auf dich allein gestellt. Viel Glück, Kleiner. Sabin!
Und hier trennen sich unsere Wege. Edgar und Terra, die Bennen schützend gen Narsche ziehen. Sabin hinfortgerissen von der Gewalt des Lethestroms. Und schließlich Locke, der Südfigaro infiltriert, um den Vormarsch des Imperiums zu bremsen. Was mag die Gefährten erwarten? Wähle bitte ein Szenario, Kubo. So, wir können hier speichern. Das machen wir jetzt auch mit dem guten Mowgli hierhin auf diesen Speicherpunkt. Zack, sehr schön. Auch eine Besonderheit in Final Fantasy VI. Wir können jetzt tatsächlich drei Szenarien wählen. Szenario Locke, Szenario Sabin oder Szenario Bennen, Edgar und Terra. Und das kürzeste dieser drei Szenarien ist dieses hier. Darum werde ich es jetzt noch dranhängen, obwohl wir knapp eine halbe Stunde dran sind. Aber wir haben auch viel Mist gemacht und viel rumgequatscht. Darum hänge ich dieses Szenario noch dran. Auch wenn es Überlänge gibt, das mache ich für euch. Und diese beiden Szenarien gehen ein bisschen länger. Darum widme ich denen jeweils eine eigene Folge. Mindestens eine eigene Folge. Also hängen wir das schnell dran. Auf der Flucht vor den teuflischen Klauen des Imperiums steuern Bennen, Edgar und Terra durch reißende Strömungen gen Narsche. So, wir haben es noch nicht ganz geschafft. Es geht noch genauso weiter wie vorher auch. Wir befinden uns auf dem Nähtestrom und müssen weiterhin beten und angreifen und unsere Autoarmbrust benutzen. Nur mit dem Unterschied, dass Sabin diesmal nicht mit dabei ist. Weiterhin darf Bennen nicht sterben, aber keine Sorge. Dank seines Betens, seiner Gebete, sind wir ganz sicher. Dann widmen wir diese Folge komplett Bennen und seiner Geschichte. Und wenn wir die hinter uns haben, dann schauen wir, was mit den anderen in der Zwischenzeit passiert ist. Aber ihr seht, wir haben nicht wirklich einen Hauptcharakter. Auch wenn es zwar um Terra geht, wenn die Leute, die Rückkehrer unbedingt Terras Hilfe benötigen. Und Terra eine sehr geheimnisvolle Frau ist, deren Geheimnisse wir aufdecken müssen. Oh, sie hat irgendwas gelernt. Gucken wir gleich mal. So, wir sind wieder da. Was hat sie eben gelernt? Terra, hier vielleicht. Ach, Entzug war es, glaube ich, was sie gelernt hat. Ist ja sehr praktisch. Auf jeden Fall sind wir wieder hier. Ihr erinnert euch, kurz vor Narsche. Oder Narsche, oder Narsche. Ne, genau hier. Und da gehen wir jetzt noch rein. Nein, oh mein Gott, wegen dem einen Schritt. Kaninchen! So. Oh, die 8 Erfahrungspunkte haben gereicht, um Ben ein Level steigen zu lassen. Finde ich klasse. Gehen wir mal hier rein und schauen uns noch ein bisschen hier um. Hey Leute, wir sind da und wir haben Ben mitgebracht. Schick Gestahl seine räudigen Hunde erneut. Haltet ein! Wenn ihr hier nicht auf der Stelle verschwindet! Nun hört uns doch erst einmal an. Ich bin Edgar, König von Vieh. Elender Lügner! Oi. Versteht ihr nun, warum ich lieber der holden Weiblichkeit fröne? Männer hören einfach nicht zu. Entschuldigt, es ist alles meinetwegen. So, ich fand ja den Sprite klasse, wie Bennen da unten lag. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu holen. Wo wir hin müssen, ist letztendlich hier lang. Ihr erinnert euch an den Geheimgang, wo Locke uns rausgebracht hat. Das war hier. Als Locke mir zur Flucht verhalf, sind wir irgendwo hier rausgekommen, glaube ich. Locke hat mir mal was erzählt. Wenn man diesen Stein dreht, sollte... Perfekt! Wir müssen also wieder durch den Geheimgang. Ihr erinnert euch, in das Haus des alten Mannes, der uns am Anfang geholfen hat. Quasi den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Hier unten rum, unten gibt es nichts zu finden. Darum laufen wir gleich oben rum. Also unten ist eine Sackgasse. So, hier lang und hier oben hoch. Rechts ist auch eine Sackgasse, das ist bloß eine kaputte Brücke. Darum laufen wir gleich hier oben lang. Hier nach links. Und die Gegner sind nicht stärker als vorher, soweit ich weiß. Da sollte eigentlich ein Schuss ausreichen, genau, um alle zu töten. Sehr schön. 170 Erfahrungspunkte geben trotzdem noch genug für uns. So. Und wisst ihr noch, hier
wo uns die Mogulis geholfen haben. Hier ist ein Licht. Wir müssen exakt dem Pfad des Lichtes folgen. Der ein oder andere, der die dunkle Seite lieber mag, dem wird das nicht passen. Wenn wir... Ist das hier etwa... Was? Das ist ein Raum, um diejenigen zu prüfen, die Narsches Wachen beitreten wollen. Wenn wir diesem Licht genau folgen sollten wir unbeschadet das andere Ende erreichen. Bei einem Fehltritt jedoch umzingelt einen das Licht. Dann heißt es, das Rote zu wählen. Okay, falls wir falsch laufen, umzingelt einen das Licht und wir müssen das Rote stoppen. Wenn wir das Rote stoppen, ist alles gut und wir können weiterlaufen. Ne? Falls wir das Rote nicht stoppen, passiert das. Wir werden angegriffen. Auto am Rust! Das sind keine besonders starken Gegner. Ich weiß, sie stecken ein bisschen was weg, aber wir haben ja den guten Bannon dabei, der heilt. Heilen ist übrigens eine Fertigkeit und sie kosten kein Mana, das ist das Tolle daran. Deswegen einfach spammen, was das Zeug hält. Zwei High Potions erhalten und doch Guild-Erfahrungspunkte, hat sich gelohnt. Dann ist man wieder am Anfang. Und das Licht zeigt einen Weg nochmal. Ich bin natürlich vorhin absichtlich falsch gelaufen, um es euch zu zeigen, dass ihr es einfach mal gesehen habt. So, ich sollte den Weg auswendig kennen. Notfalls hat es das Licht ein bisschen nochmal kurz gezeigt. Hier geht's hoch, hier geht's rum, dann hier lang, so. Hier oben hoch, hier rum, dann hier runter, hier geht's auch wieder runter, dann hier rechts und dann hier einfach geradeaus hoch. Und dann hier war das links, so. Und schon sind wir am Ziel. Wunderbar. Und dann... Nein, werden wir doch mal angegriffen, als hätte ich's gewusst. Zwei Potions erhalten, sehr schön. Hier oben gibt es nichts zu holen. Unten rechts kommt man direkt weiter. Da gehen wir aber nicht hin. Wir gehen erstmal hier unten rein. In dieses, wisst ihr schon, in diese Höhle hier. So. Denn. Das hier war der Punkt. Ne, hier haben uns die Mogulis beschützt. Hier war das, glaube ich, ganz genau. Das vorne war der ein anderer Raum. Sieht fast genauso aus. Hier haben uns die Mogulis beschützt. Und da oben ist was? Die Mogulis haben uns nicht umsonst beschützt, denn hier oben ist das Heim der Mogulis. Lauscht dieser tollen Musik. Vielen Dank, Nobuo Uematsu, für diesen genialen Soundtrack. Ich kann es dir immer wieder sagen. Was hast du denn zu sagen? Kupo! Die Dupo! Ja, die sagen alle irgendwas von wegen Kupo und so weiter. Finde ich unheimlich süß und klasse. Ich mag ja Mogulis sehr, sehr gerne. Und ich würde sie niemals sterben lassen. Unter keinen Umständen, nicht mal wenn es einen sehr mächtigen Gegenstand dafür gibt. Nein, würde ich niemals tun. Der eine oder andere weiß, was ich meine. Runenschwert erhalten. Ja, das haben wir letztes Mal nicht holen können, glaube ich. Aber jetzt holen wir es mit. So, Terra hier, ne, könnt ihr sehen. Runenschwert erhöht. Im Austausch, bla bla bla. Ach so, Moment. Ich glaube, wir dürfen das Runenschwert nicht mitnehmen. Wartet mal kurz, ich bin gleich wieder da an der Stelle. Sekunde mal. So, da bin ich wieder. Ihr seht, ich habe die Kiste nicht geöffnet. Jetzt wisst ihr zumindest, dass ein Runenschwert drin ist. Runenschwert benutzt letztendlich die Mana-Punkte von einem Charakter, um kritische Treffer zu landen, wenn man damit angreift. Es verbraucht Mana, macht kritische Treffer. Ist sehr, sehr praktisch am Anfang als Waffe. Allerdings ist unser Riesenschwert ganz in Ordnung. Und später ist in dieser Kiste hier links, wo das Runenschwert drin war, ist später, wenn man nochmal später hier zurückkehrt, eine Schleife drin. Also nehmt das Runenschwert nicht. Wenn ihr glaubt, ihr braucht es jetzt unbedingt, klar, nehmt es euch mit. Aber es ist nicht so relevant, dass man es jetzt unbedingt braucht. Und hier ist eine Schleife drin, die ist viel, viel, viel nützlicher für später. Darum habe ich gerade nochmal geladen, um es euch zu zeigen. Es ist halt einfach immer, ne, wisst ihr schon, ich sehe eine Kiste, ich muss sie öffnen. Ich bin halt einfach ein Schatzjäger. auf jeden Fall lassen wir das Ding hier zu, damit wir später die Schleife kriegen und laufen weiter. Da hat bestimmt der eine oder andere von euch sich schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, nein, Karadrik, warum nimmst du das Runenschwert mit? Aber ich kann ja zum Glück neu laden, das mache ich dann auch an der Stelle. So, da oben ist übrigens der Weg, ne, wisst ihr schon, da wäre man dann gleich hingekommen, wenn man gleich runtergelaufen wäre. Also könnt ihr auch hier direkt runterlaufen. Ich will ja mal alles zeigen, so ein bisschen. Ich muss mir das echt merken, das ist wirklich schwer für mich, Gegenstände liegen zu lassen, Schatztruhen liegen zu lassen. So, der schmeißt nochmal einen Schraubenschlüssel kurz bevor er stirbt. Hier, ne, wisst ihr, die Kisten nicht aufmachen, auf beiden Seiten nicht,
Niemals. Niemals die Kisten öffnen. So, wir speichern nochmal kurz zwischen hier. So, zack. War das hier? Ja, komm, wir speichern mal hier hin. Genau, so. Da speichern wir mit Bannon zusammen. Genau, das passt schon. Und dann laufen wir unten rum. Die Gegner stecken auch nicht viel ein, ne? Das muss man einfach mal an der Stelle sagen. Sehr, sehr schwache Gegner. Aber immerhin, ein, zwei Potions können wir gebrauchen. Warum denn eigentlich nicht? Und damit sind wir auch schon raus aus der Höhle. Hier ist eine Brücke, die nicht kaputt ist. Ihr wisst noch, als uns die Wachen hier angehalten haben, ne? Ihr müsst einfach nur geradeaus hier langlaufen und da hinten kommt man dann rein. Von hinten kommt man immer gut rein. Sollte man generell beherzigen. So. Das mal als Wort zum Sonntag. Sir Bannon! König Edgar und Terra, ist ihr auch da? Mein guter Arvis, wie stehen die Dinge bei euch? Nash ist weiterhin autonom. Weder mit dem Imperium noch mit den Rückkehrern gibt es ein Bündnisse. Meine Worte, sich dem Widerstand anzuschließen, finden kein Gehör. Also sind neutral. Doch jetzt, wo ihr hier seid, werden die Menschen vielleicht wachgerüttelt. Wie geht es dem Volk? Alle leben in Angst, seit die Esper in den Minen entdeckt wurde. Bannon kniet tatsächlich vor Terra. Sieht zumindest danach aus für mich. Außer hat irgendwas anderes vor. Dieses Mädchen vermag das Mysterium, um die Esper vielleicht zu erhellen. Oder er guckt einfach nur runter. Keine Ahnung. Irgendwie sieht es komisch aus, was er da macht. Die Angst vor diesem Wesen mag groß sein, doch ist die Neugierde der Menschen ungebrochen. Wenn wir es geschickt anstellen, werden sie Terra vielleicht akzeptieren. Ja, die Neugierde der Menschen genauso wie bei der Büchse der Pandora. Ich frage mich nur, ob die Esper uns Erlösung bringt oder Verderben. Ja, wird die Esper uns Erlösung bringen oder Verderben? Bitte wähle ein Szenario, Kupo. Das werden wir hoffentlich erfahren in den nächsten Episoden. Nicht in der nächsten Episode, sondern in einer der nächsten Episoden. Denn wir haben Locks Szenario vor uns und wir haben Sabins Szenario vor uns. Für welches ich mich entscheiden werde, werdet ihr in der nächsten Episode sehen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir als nächstes Locks Szenario spielen werden. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Und lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn das der Fall war. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik. Ich mache wie immer alles besser. Hab ich irgendwas vergessen, schreibt's rein. Notfalls spiele ich offscreen das Ganze nochmal, um den Gegenstand mitzunehmen. Aber ich denke, mit weißem Umhang, mit Genji-Fäustling sind wir soweit ganz, ganz gut ausgerüstet. Außerdem sollten wir im Versteck der Rückkehrer alles gesehen haben, was man sehen kann an Szenen. Von daher bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Freut euch auf die nächste Episode mit Lock. Ja, wir machen als nächstes Lock. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Für den einen oder anderen, der sehen will, wie ich ein Stirnband gefarmt habe, bleibt ruhig noch dran. Ansonsten noch ganz viel Spaß und bis dann. Tschüss.